Spinne zum Segelsfahrer, Pfarrer Augustinus Sieber vom Allgäu, dritter Tag, zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Einleitungsgebet. Lieber guter Pfarrer Heber. Du hast während deiner Zeit als Seelsorger vielen Menschen helfen dürfen. Schau jetzt auf mich und mein gegenwärtiges Anliegen nennen. Bitte bei Gott für mich, dass ich von allem Bösen, von Krankheiten, allen falschen Bindungen und Verstrickungen befreit werde und bewahrt bleibe. Hilf mir zur Versöhnung mit Gott und mit allen Menschen, um eine neue Zeit des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe einzuleiten. Segenspfarrer Heber, hilf, begleite und segne mich und meine Familie. Pfarrer Heber, bitte für uns. Amen. Lieber guter Pfarrer Heber, du hast dich dem Heiligen Geist geweiht und daraus die Gnade empfangen, unter seiner Führung segensreich zu wirken. Erflehe auch mir die Gnade, dass ich mich ganz dem Heiligen Geist übergebe und seine sieben Gaben. Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, Erkenntnis, Frömmigkeit und Gottesfurcht empfange. Bitte für mich und alle Priester, dass wir entfacht vom Feuer seiner Liebe diese an andere weitergeben und so zum Segen für die Welt und Kirche werden. Pfarrer Heber, hilf mir bei meinem Beten. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der mich mit den Gaben des Heiligen Geistes erfüllen wird. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns mit den Gaben des Heiligen Geistes erfüllen wird. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme,
jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns mit den Gaben des Heiligen Geistes erfüllen wird. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns mit den Gaben des Heiligen Geistes erfüllen wird. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns mit den Gaben des Heiligen Geistes erfüllen wird. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns mit den Gaben des Heiligen Geistes erfüllen wird. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns mit den Gaben des Heiligen Geistes erfüllen wird. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns mit den Gaben des Heiligen Geistes erfüllen wird. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns mit den Gaben des Heiligen Geistes erfüllen wird. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns mit den Gaben des Heiligen Geistes erfüllen wird. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Und in Ewigkeit. Amen. Schlussgebet für jeden Tag. Allmächtiger, ewiger Gott. Du hast deinen Diener, Pfarrer Augustinus Hieber, zum guten Hirten für deine Herde bestellt und ihm mit großen Gnadengaben beschenkt. Ich bitte dich, erhöre mich auf seine Fürbitte. Und schenke mir die erbetene Hilfe in meinem gegenwärtigen Anliegen.
Ich berufe mich dabei auf das heilige Evangelium, in dem es heißt, alles, um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Johannes 14, 13. Alles für dich, alles mit dir, dein Wille geschehe. Lob und Dank, Preis und Anbetung sei dir Gott, dem Vater mit dem Sohn und dem Heiligen Geist in aller Ewigkeit. Amen. Gebet um Seligsprechung. Guter Gott, ich danke dir für die großen Gnadengaben, die du Pfarrer Augustinus Hieper geschenkt hast. Auch nach seinem Tod hast du unzählige Menschen die Kraft seiner Fürbitte erfahren lassen, indem du ihnen in ihren zahlreichen Anliegen und Nöten geholfen hast. Ich bitte dich durch deine unergründliche Liebe zu uns Menschen um zahlreiche Priesterberufungen und um die Seligsprechung unseres guten Segenspfarrers vom Allgäu. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib.